Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge On the Road. Wie ihr sehen könnt, ich habe aufgeladen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und auf geht's, würde ich sagen. Ab nach Kiel. Los, keine Zeit verlieren. Ab geht's. Oh, falsche Kamera. Und Bremse raus vielleicht, wäre auch angebracht. So, dann wollen wir mal ab nach Kiel fahren. Mein Gott. So. Auf geht's. Auf geht's. So, die zwei sind auch unterwegs. Jawohl. Sie ist auch unterwegs. Noch nicht. Wieso hat die noch nicht beladen? Dauert das? Ach, dauert das jetzt auch länger? Oder wie? Oder was? Okay, keine Ahnung. Wird schon Grund haben. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob sie fährt. Wir werden es sehen, ob sie fährt. Wir müssen auf jeden Fall fahren. So, auf geht's, kommt. So. Rein ins Geschehen. Und schon wieder rot, ernsthaft. Gucken wir nochmal hier. Der Heinz ist auch noch am Beladen. Ah, der hat schon. Der hat schon. Aber sie. Ah, okay. Sie hat nur noch die Schweine, eine Fuhre zu beladen. Okay, es funktioniert. Das wollte ich wissen. Es funktioniert wunderbar. Jetzt dauert das wohl länger mit dem Beladen. Es geht nicht mehr so fratzi-fatzi wie vorher. Das finde ich gut. Dann haben wir wenigstens noch den Überblick, wie viel das noch frei ist und. Das finde ich super. Weil wenn die so schnell beladen haben, dann musst du das, was in Minus stand, dann immer abziehen. Aber du musstest halt, also du musstest das dazu rechnen, damit du weißt, was hat der an volle Meter und was kann er an Kilo beladen. Da musst du das dazu rechnen. Ach egal, ich habe jetzt zweimal gedrückt. Ja, deswegen finde ich das so wesentlich besser, dann ist es übersichtlicher. Weil die Logistik, das Wichtigste überhaupt, das Management. So, wir haben jetzt 474 Kilometer vor uns. Also ich weiß nicht, soll ich das OSD wieder ausmachen oder anmachen? Mir ist das völlig Bums. Aber ich habe es sonst auch immer aus. Ich finde es für euch halt schöner. Aber wir müssen schlafen, sehe ich gerade. Ui, ui, das habe ich vergessen. Ups. Vielleicht irgendwo schnell auf den Parkplatz irgendwo schlafen gehen. Also wir stellen uns irgendwo am Straßenrand. Sollen wir uns da schnell hinstellen, komm. Wir stellen uns da schnell hin. So dass der Bus noch vorbei kann. Kommt er vorbei? Ach, easy kommt er vorbei.
Gut, dann machen wir das hier aus. Bremse rein. Dann gehen wir schnell schlafen hier. Perfekt. Nice. Dann das Ganze wieder ändern. Naja, er hat sich's gemerkt, ne? Irgendwann muss ja mal. Dann brauchen wir ein Licht. Und auf geht's. Brauchen wir schon Licht? Ach, besser ist, komm, es ist 9 Uhr. Bremse raus. Achtung, um sie zu. Ach, ich habe die Dings vergessen. Zuzumachen. Die hier. Jetzt, okay. So. Dann machen wir schnell das OSD. Jetzt können wir es ausmachen. Und auf geht's, fahren wir. Gut, jetzt können wir entspannt nach Kiel. Ich wollte jetzt nicht da reinfahren rechts und umdrehen und deswegen. So ist das entspannter. Sind wir rumgekommen, ne? Wunderbar. Ich habe mich jetzt ein bisschen näher gesetzt ans Lenkrad. Okay, Scheibenwischer müssen wir anmachen. Sehe ich besser. Der Autobahn fahren wir doch ein bisschen schneller. Vielleicht sollte man da eine Stufe höher machen mit den Scheibenwischern. Tanken müssen wir noch nicht zwingend. Ich muss mir da angewöhnen, dass ich die Bremse festhalte, weil hier geht es ja doch ein bisschen bergab und dann rollen die. Vielleicht sollten wir uns auch einen anderen LKW mal besorgen.
Ich habe den Scania nicht ausprobiert, den sie fährt, die Sani. Aber ich würde auch gern mal einen anderen fahren. Aber wie gesagt, das ist halt wegen den Kilometern, ne? Da haben wir halt schon 1600 drauf hier. Deswegen wäre das schade, wieder von vorne anzufangen, weil den fahren wir doch schon sehr, sehr lange. Und für diese Transporte, was wir denn jetzt machen, wir haben keine schweren Anhänger. Gut, der Gigaliner, das könnte die Hölle werden. Der könnte noch die Hölle werden, der Gigaliner. Ja, komm rein. Komm rein. Jo. Ja, genau. Mir reinfahren, das ist so. Ei. Und der steht auch da irgendwo rum. Das ist so hart. Das ist so hart, Leute. Das ist so traurig einfach, dass man diese Intelligenz nicht hat, ne? Das verstehe ich halt irgendwie immer noch nicht. So geil Aerosoft ist, ne? Aber diese KI-Intelligenz, ne? Ich weiß nicht, ist das tatsächlich so schwierig, das so hinzubringen? Also das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau, aber das ist halt richtig schade. Ich will halt bloß jemanden reinlassen, dann fährt der Bus an mir vorbei und quetscht sich da auch noch rein und dann kommt halt irgend so ein Doofmann und fährt mir einfach halt in meine Ware. Ich weiß nicht. Ich habe halt ständig, also dann ja, ständig Schaden und den muss ich bezahlen, ne? Das geht mir halt dann flöten von meiner Lieferung und von den Einnahmen des Geldes. Ja. Dann ist am besten, ich fahre es mit dem Einkaufswagen. Dann passiert mir sowas nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist ein bisschen schade. Aber nun gut, wir haben jetzt geile Updates bekommen. Jetzt sind die natürlich, die Angestellten, auch nicht mehr so schnell fertig. Ne? Das finde ich gut. Ich finde das tatsächlich gut. Viele werden jetzt sagen, oh, wenn ich jetzt gerade angefangen habe, dann brauche ich so lange, bis das Geld reinkommt und so. Dann musst du das so machen, dass du jetzt, wenn du zum Beispiel so wie ich jetzt zwei Angestellte hast, dass du ihn nicht so weit wegschickst. Ne, natürlich, das bringt weniger Geld, aber er ist halt schneller fertig. Und dann kannst du halt auch mehrere Touren machen, dass du sagst, du schickst ihn jetzt von Dortmund nach Köln, dann zurück nach Duisburg, von Duisburg wieder nach Dortmund. Also kurze Strecken. Ne? Dann kommt natürlich auch das Geld zusammen. Natürlich wirst du dann nicht so viel verdienen als wie auf Langstrecken. Ne? Das ist eh klar. Aber es kommt Geld rein und es geht schneller, definitiv. Das ist ganz klar. Aber ich weiß halt nicht, ob das so sinnvoll ist. Du fährst jetzt, sagen wir mal, wie wir jetzt, wir fahren nach Kiel und er fährt, oder sie oder er, so machen wir das. Immer Frauen zuerst benannt. Ne? Also sie oder er werden dann bloß in der Gegend rumkutschiert, so quasi innerhalb, keine Ahnung, 60 Kilometer, damit die auch schneller fertig sind. Aber dann stehen die halt auch länger, ne? Weil bis du dann irgendwo an einem Rastplatz bist und schlafen kannst oder bis du am Ziel bist, ne? Dann musst du immer zwischendurch auf der Autobahn schauen und dann denen die Tour neu machen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Natürlich hast du drei Seiten, die du voll machen kannst, dass du sagst, okay, ich mache ihn da voll.
Dann auf den Rückweg mache ich ihn da wieder voll und wieder da voll, bis halt das alles, bis die Seiten halt komplett voll sind. Ne? Natürlich geht das. Aber dann ist er vielleicht auch bloß, keine Ahnung, 2 Stunden unterwegs oder sowas. Also ich meine jetzt so Ingame-Zeit. Ne? Ja gut, das soll ja jetzt auch Real Life ungefähr sein, also kommt jetzt dasselbe raus. Aber ich weiß halt nicht, ob das klug ist. Ne? Lieber lange Strecken und wie heißt das so schön, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Lieber dann so machen und es kommt richtig Geld rein. Das ist halt, also ob ich jetzt in 12 Stunden, was weiß ich, 50.000 eingenommen habe auf einen Angestellten oder ob ich in 10 Stunden 20.000 einnehme. Das ist halt so, weil ich eben bloß pro Fuhre 2.000 bekomme oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Dann denke ich doch lieber, habe ich in 12 Stunden habe ich dann, was weiß ich, 40.000 oder 50.000 eingenommen. Das ist doch um einiges besser, oder nicht? Also so jetzt mein Denken wäre das. Ne? Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren und sagen, Andi, du hast Unrecht, wenn man das so und so macht. Dann gebe ich gerne zu, dass das vielleicht, dass das besser ist. Ne? Das, was ihr mir nennt, dass das vielleicht sogar besser ist als meins. Ne? Möglich. Jeder hat andere Gedanken und andere Vorstellungen. Hat es aufgehört zu regnen überhaupt? Ach so, es hat aufgehört zu regnen. Aber im Bussimulator, da hört man den Seitenwischer, wenn es trocken wird. Ne? Ups, das war zu weit. So, reduzieren. So, der ist aus. So, nice. Aber ich würde halt, also ich würde das tatsächlich so machen. Lieber längere Touren schicken. Vor allem, du kannst es ja auf, was weiß ich, du hast ja nicht nur einen angestellt, du kannst ja zwei, drei, da ist da richtig schnell Kohle herin. Du kannst ja dann den dritten, was weiß ich, lässt du dann Kurztouren fahren, zum Beispiel. Und die anderen zwei lässt du lange Touren fahren. Und was halt richtig krass ist, ist halt der Viehtransport, ne? Der bringt halt richtig Asche. Aber ich weiß gar nicht, kann man an den Viehtransport noch einen Hänger hinmachen, zum Beispiel einen zweiten Viehtransport? Geht das? Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe auch da noch nie nachgeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Aber Brandon, ich bin immer noch fasziniert, Digga. Ich freue mich so, dass ich das komplett verstanden habe. Ne? Ich danke dir da nochmal vielmals, auf jeden Fall. Oh je. Das ist natürlich viel einfacher. Ne? Gehst du einfach, du gibst da auf den LKW. Das ist geil, Mann, dass die selber ankoppeln. Ich kann mich erinnern, das hat man vorher selber machen müssen, ne? Glaube ich. Oder ging das schon immer? Oder war das erst durch die Updates? Ich glaube, dass man das selber machen musste vorher. Da ging gar nichts. Du musstest den ankoppeln und dann konntest du den, glaube ich, erst zuweisen. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe es halt immer so gemacht. Ich wusste kein. Gut, da habe ich auch noch nicht in den Kopf gesetzt, dass ich sage, okay, ich werde jetzt mal anfangen zu streamen. Oder Videos zu machen. Da kam ich noch gar nicht auf die Gedanken. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich traute mich auch nicht. Das war echt so. Ich habe mich nicht getraut. Ne? Aber man sieht, man muss keine Angst haben. Es wird niemandem den Kopf abgerissen. Und mir macht Spaß. Und ich freue mich, dass immer mehr Leute dazukommen. Das freut mich sehr. Ups.
Also heute besoffen, ne? Bisschen vom Gas gehen, weil wir haben Gewicht auch. Sag ich mal den Tempomat rein, damit ich ein bisschen entspannen kann. Rollbus lenken. Außer der da vorne wird immer langsamer, dann zwischendrin mal bremsen. Aber cool. Aber wir werden jetzt dann mal einen neuen Hänger kaufen. Das werden wir tun. Wir müssen gucken, wie viel Geld das wir. Müssen wir nach rechts? Sieht so aus, ne? Fahren wir mal darüber. Einen neuen Hänger kaufen und mal andere Sachen transportieren. Mal gucken, was wir dann Geld haben, wenn wir in Kiel sind, weil die Sunny, die hat denselben Weg wie wir. Die dürfte auch schon aufgeladen haben. Da können wir dann mal nachgucken, wenn wir einen Rastplatz finden. Ups. Habe ich gehupt. So, rein den Tempomat. Aber mich freut das, dass ihr so eifrig am Start seid. Ne? Egal. Und on the road, das wird immer besser. Von Update zu Update, mit Sicherheit. Alles neu. Ich finde das cool, was sie gemacht haben. Man sieht auch bei den Angestellten jetzt, ne? Was kosten die die Woche und so. Habe ich das schon gesagt? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich rede immer so viel, dass ich die Hälfte dann schon wieder vergessen habe, nach dem, was ich gesagt habe. Ich denke mal dann, ja, habe ich schon gesagt, brauche ich nicht mehr drüber nachdenken. Schnell vergessen. Auf jeden Fall sieht man das, was die die Woche verdienen. Natürlich, die Sonne, die kostet jetzt in der Woche ungefähr 2.300. Der Heinz glaubt 2,5 oder 2,6, irgendwie so. Also auf jeden Fall sind wir hier bei, keine Ahnung, 5.000 noch was in der Woche. Und deswegen müssen wir schauen. Und darum geht es ja auch schon. Ne? Ihr müsst daran denken, dass ihr pro Woche so und so viel Geld für die Leute ausgibt. Ne? Und das Geld muss halt reinkommen. Deswegen ist dann auch besser, längere Touren. Wie gesagt, wenn ihr dann mehr Angestellte habt, sagen wir mal drei, vier Angestellte, dann könnt ihr das ja variieren, dass, keine Ahnung, dass zwei Longtouren und, keine Ahnung, zwei Kurztouren oder sowas. Dass der eine, was weiß ich, keine Ahnung, der eine Dortmund nur beliefert, da rumkutschiert in Dortmund und Umgebung, was weiß ich, wie Duisburg und was gibt es denn noch? Düsseldorf, ist Düsseldorf dabei? Ich weiß gar nicht. Ist Düsseldorf dabei? Wenn ja, dann sind das schon mal die Städte, was man fahren könnte. Und der andere in die andere Richtung. Was weiß ich, Richtung Hannover, Leverkusen, da die Richtung. So Niedersachsen, Höhe, Hessen, da Richtung auf. Irgendwo Frankfurt oder sowas. Aber Frankfurt ist schon weiter, ne? Frankfurt ist schon. Obwohl, aber das wäre halt auch so eine Tour, ne? Da geht es schon ein bisschen mehr Geld. Also das ist halt, man muss das halt schon ein bisschen gucken und ein bisschen variieren.
Also ganz wichtig, ne? Dieses Management, dass man einfach irgendwo so eine Zwischenlösung finden. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Haben wir hier einen Rastplatz? Oder was haben wir hier? Ah, ne, ist nur eine Ausfahrt, ne? Sonst wäre ich jetzt da rausgefahren. Okay, nein, nein, ist nur Ausfahrt. Ups, bin zu weit links. Er weiß mal. Der nächste Rastplatz wäre nicht verkehrt. Einfach um einen Break zu machen, aber mal gucken. Der Tank ist noch, upsala, der Tank ist noch halb voll, sehe ich. Aber hier sieht man das schön mit dem Tank, ne? Ich habe ein bisschen meinen Sitz ein bisschen konfiguriert, dass man ein bisschen alles so ein bisschen sehen kann. Und das hier über der Tankanzeige, ne? Also hier in dem kleinen Displayfenster, wo der weiße Strich da ist, genau darüber, das sind die Kilometerzahlen. Aber ich kann das von hier nicht lesen. Da steht drauf, wie viele Kilometer wir schon gefahren sind. Und das letzte Mal, was ich da geguckt habe, waren irgendwas mit 1560 oder irgendwie so. Deswegen dachte ich, warum jetzt wieder neuen LKW neu anfangen? Wir mit dem schon so viel Kilometer haben. Weil vom Display her sind Scania und MAN nicht verschieden. Das ist dasselbe Armatur. Deswegen macht das nicht viel Unterschied. Was ich noch geil finde, ne? Vielleicht noch andere LKW-Marken. Und wenn es selbst kreierte sind. So wie bei Truck Simulator zum Beispiel, der Logistik. Truck Logistik Simulator. Einfach Eigenkreation. Egal. Also halt schon, du musst halt, sehr klar, ne? Du kannst jetzt zum Beispiel einen Iveco nehmen, aber du musst halt, oh, ich wollte eigentlich den Tempomat rein. Aber egal, das können wir trotzdem mal zeigen, ne? Sieht das nice aus oder nicht? Das ist so schwer zu lenken, gell? Aber nice. Also ich meine jetzt, wenn man halt keine Lizenz hat, so, ne?
finde das gar nicht so, weil Lizenzen haben die ja mit MAN und Scania. Was ich übrigens mega geil finde. Jetzt habe ich gedacht, das ist ein Flugzeug. Das ist tatsächlich ein Flugzeug. Deswegen vielleicht so Marke, dass man halt, ja, du musst halt dann wahrscheinlich, ah, da ist ein Rastplatz, das ist gut. Dann können wir nämlich da einen kurzen Break machen und auch mal nachgucken, wie weit die sind. Ich habe jetzt nicht geschaut auf die Uhr, ne? Ah, ich hätte mal tun sollen. Wann die losgefahren sind. Schauen wir mal, ob wir da was frei haben noch. Hier haben wir noch einen. Boah, bis sich der halt da eindreht, ne? Ich krieg den halt nicht gerade gezogen, aber egal, es ist es. Da steht halt jetzt, ja, okay, das ist noch okay. Ja, da können wir noch ein bisschen fahren. So, jetzt haben. Gut. Dann machen wir da mal aus. Dann machen wir da Licht aus. Dann schauen wir da mal nach. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir ein Päuschen hier, weil das trifft sich gerade sehr, sehr gut. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gerne bewerten, kommentieren und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.